Hallo, hier bin ich wieder und darf euch mit einem Vollmond-Channeling vielleicht etwas mehr in die Kraft eures Herzens bringen. Ja, und ich habe heute die große Ehre, mit diesen wundervollen Frauen von meiner Jahresausbildung, die mir das Okay gegeben haben, dass ich dieses Reading einstellen darf. Denn ich finde es ein bisschen komisch, zweimal ein Vollmond-Reading zu machen. Also für mich fühlt sich das eigenartig an. Und ich möchte auch an der Stelle einfach dir nur sagen, dass ich weder eine Prophetin bin, noch eine Wahrsagerin. Ja, ich bin hellsichtig, ich bin Medium. Und meine Aufgabe ist es, mein Call ist es, das Licht in den Menschen anzuzünden mit meiner Arbeit. Dass sie in ihrem eigenen Lichtfeld, im Hier und Jetzt, ihre Entscheidung treffen, sich verabreden mit anderen Seelen, ihre Fähigkeiten und Gaben leben und alles, was dazugehört. Und vor allen Dingen ist mir die Freude immer wichtig. Die auf meinen Seminaren sind, kennen das vielleicht. Und heute geht es, das gebe ich jetzt einfach wieder nach oben ab, heute geht es um die Alchemie des Herzens. Seit Tausenden von Jahren, eigentlich bestimmt seit es die Menschheitsgeschichte gibt, geht es um die Magie des Herzens, um das magnetische Feld des Herzens. Und wenn wir da tief verankert sind, dann können uns nicht so leicht irgendwelche Stürme umwerfen. Nein, dann haben wir sogar die Fähigkeiten, anderen zu helfen. Und heute kommt einer meiner absoluten Lieblingsmeister, Priesterkönig von Atlantis, Schreiber von Ägypten, Götterkönig Hermes, ja, der die hermetischen Gesetze erfunden hat, Hermes Trismegistus Tutatlanta. Und ja, ich liebe seine Lehren und schauen wir einfach, was kommt. Also, ich bitte dich einfach, die Augen zu schließen, dich zu entspannen. Ich begrüße euch mit dem Licht meines Herzens. Mit dem smaragdfarbenen Licht meines Herzens, um euch an euer eigenes Licht zu erinnern, um euch an eure eigene Schöpferkraft zu erinnern. Denn diese Schöpferkraft haben viele vergessen. Und so diese Schöpferkraft verbunden wird mit dem Herzen kann Magie entstehen, kann Wandlung entstehen, Heilung und vieles, vieles mehr. So bin ich in die tiefsten Tiefen und die höchsten Höhen gegangen. Um diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, weiterzugeben. So habe ich vieles gesehen. Und so ist der einzige Weg, der Weg des Friedens zu gehen, in den Ausgleich zu gehen und die Naturgesetze nicht zu überschreiten. So haben die Menschen versucht, die Naturgesetze zu überschreiten, nicht mehr dem Wind zu lauschen, nicht mehr dem eigenen Herzen, nicht mit ihrem eigenen Schöpfungsfeuer zu schöpfen, den eigenen Gefühlen nicht mehr zu vertrauen. Und nicht mehr die Wertschätzung dem eigenen Körper zu geben,
der von diesem wundervollen Planeten stammt. So hat es mich genauso gezogen wie jeden Einzelnen hier. Aus Mitgefühl. Aus Freude. So wollte ich weitergeben und habe weitergegeben, was ich selber erlebt habe. Und so werdet ihr samt diesen Frauen hier weitergeben, was ihr in dieser und in allen Inkarnationen gelehrt bekommen habt, durch das Leben selber, durch diese Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Und um dieses zu tun, der Alchemie des Herzens zu vertrauen, ist es unweigerlich wichtig, weder sich auf das Morgen noch das Gestern zu konzentrieren, sondern nur auf den Moment, auf den Augenblick, auf den Moment des Seins. Denn dort ist alles möglich. Und dort unterrichte ich die Menschen in ihrem Herzen. Dort wirke ich. So habe ich ebenso viele Meister ausgebildet. Ich, Hermes Trismegistus, Tod Atlanta. So hat man mir viele Namen gegeben. So war meine Absicht stets, die Weisheit des großen Herzens weiterzugeben. Und die Weisheit des großen Herzens handelt weise in Liebe. So war ich ebenso Lehrer von Jesus und vielen mehr, die ihr kennt. So ist es nicht, dass das eine Wesen über dem anderen steht, sondern alles gemeinsam die heilige Matrix bildet. Und da genau ist jede Seele gefragt. Und so hat sich auch deine Seele aus diesem Grund entschieden, zu inkarnieren, da zu sein, eine helfende Hand zu sein, die Menschen wieder zurück zu ihrer Natur, zu den Gesetzen der Natur und der Wahrheit zu führen. So haben viele die Achtung vor dem großen Ganzen verloren. Und so ist es, dass durch die jetzigen Ereignisse auf Mutter Erde viele Menschen wieder zurückgeworfen werden auf ihr liebendes Herz. Ich unterstütze jeden Einzelnen bei der Wandlung und bei dem Eintauchen in das eigene Herz, um sich einzufühlen mit dem Gitternetz, mit dem göttlichen Gitternetz um Mutter Erde herum. So dieses passiert, hat jeder die Möglichkeit, sich getragen zu fühlen von allem, was ist. Wisset, auch du, liebe Seele, so ist es, dass das Herz eine viel größere Magie hat als den Menschen bewusst ist und noch mehr in Verbindung
mit der Zirbeldrüse. Und denn so ist es, dass diese Kristalle in sich gespeichert hält. Ähnlich wie ein Computer. So ist es jedoch, dass das Herz, das Feld eures Herzens, immer weiß, was zu tun ist. Die Frage ist nur, welche Mauern davor gebaut sind, was passiert ist. Und auch dieses ist nicht schlimm, denn durch die hohe Energieanhebung im Moment, im Kosmos, auf der Erde, durch diese hohe Einstrahlung, fallen alle Schleier, wird euer Herzkompass neu ausgerichtet. Und dieses neue Ausrichten unterstützt jeden Einzelnen auf seinem eigenen Weg, in dieser Wandlung, in diesem Sprung. Zu einer neuen Menschheit, zu einem neuen Herzen. Und damit meine ich das eigene und das große Herz. Denn dahin wird es wieder gehen, gemeinsam. Zu entscheiden, gemeinsam sich in das Herz zu integrieren, des großen Ganzen. Atmet nun hinein und aus. So möchte ich heute eine Weisheit für euch weitertragen. So seid ihr nicht das, was ihr denkt zu sein. Auch wenn ihr das wisst und dieses denkt, geht es darum zu verstehen, dass der Kosmos genauso groß ist wie euer eigenes Sein. So tragt ihr den Makrokosmos in eurem Körper als Mikrokosmos. Und so geht es darum, euren Mikrokosmos miteinander wieder spielen zu lassen, leuchten zu lassen, kreativ sein zu lassen, da dadurch und endlich neue, viele Inspirationen, noch nicht dagewesene Felder Kreationen, Entwicklungen entstehen. So braucht ihr nichts weiteres zu tun, als den Stand, den ihr euch angeeignet habt durch die letzten Jahre, standzuhalten, die Äste eures Baumes noch mehr in der Flexibilität spielen zu lassen mit dem höchsten Licht, um es dann im Herzen zu empfangen und zu wandeln für euch und zum Segen für die Welt. Macht euch dieses bewusst. So tragt ihr die Wahrheit. So ist es nicht, dass ihr ausgeliefert seid irgendwelchen Prophezeiungen, irgendetwas, sondern so seid ihr immer ausnahmslos Mitschöpfer durch eure Gedankenkraft. Und wenn diese sich verbindet in der Liebe, die es im Moment stattfindet,
in eurem Herzen mit eurer weiblichen Kraft haben die beiden gemeinsam die Möglichkeit, Neues auch im Außen anzuziehen. Das Glück, eine Partnerschaft. Und so geht es nicht darum, in einem schwelgenden Sinne. So geht es zwar um die weibliche Kraft der Hingabe, jedoch auch um die Klarheit des Verstandes zu nutzen und zu wissen, dass der Geist lenken kann. Nutzt die weibliche Kraft ausnahmslos, um euch den Schöpfungsmustern auf Mutter Erde hinzugeben, die von sich selbst durch euer Sein, durch euer Licht sich ausweiten, wie eine Schnecke, die immer größer wird. So ihr euch hingebt, eurem Schöpfungsmuster, der Spirale eures Seins, habt ihr die Möglichkeit, in das Verständnis hineinzukommen, das eigene Sein zu begreifen. So, dass ihr nur und ausschließlich nur in dem Moment des Augenblickes Inspirationen empfangen könnt, Heilung geschehen kann. Und heute geht es um die Heilung des Herzens. So steht die Menschheitsgeschichte an einem ähnlichen Punkt wie einst in Hochkulturen. So ist es jedoch, dass sie gemeinsam bereits noch nicht am Ende des Tunnels ist, komplett, aber auch nicht am Anfang und auch nicht in der Mitte, sondern bereits hindurchgegangen ist und schon komplett ins Licht schaut. Und so geht es nur darum, diese Schritte zu setzen, euer Herz zum Einsatz zu bringen, als Kompass zu benutzen und auch als alchemistischen Topf. Denn in diesem alchemistischen Topf wandelt euer Herz mit der hohen Intelligenz in Verbindung mit den Ebenen des hohen Selbst und dem Geist, der lenkt. Und der Schöpferkräfte der Weiblichen, die wissen um die Schöpfung, um die weibliche Schöpfung, in der alles stattfindet. Geht nun mit mir gemeinsam durch das hintere Herzchakra in euren Herzraum hinein. Und spürt, wie durch die allerhöchsten Ebenen des Kosmos, von der Urzentralsonne, das höchste Licht, durch die Krone, durch die Aktivierung der Zirbeldrüse weiter jetzt in diesem Moment sich verbindet mit dem Herzen und der Kristall im Herzen aktiviert wird, um sich neu auszurichten und um Heilung zu bewirken. Schaut, welche Farbe dieser Kristall hat. Und lasst euch durchfluten bis in jede Zelle mit meinem smaragdfarbenen Licht der Heilung. Aktiviert mit eurem Atem jetzt diesen Kristall
in der Mitte eurer Brust. Aktiviert ihn. Fühlt euch geschützt in diesem wundervollen Rahmen. Atmet durch die höchsten Ebenen ein. Aktiviert. Und atmet aus. Im Gleichklang. Ein und aus. Empfangende und gebende Kraft. Wie innen, so außen, wie oben, so unten. Schaut nun, was, welche Weisheit trägt euer Herz? Was weiß es? Lasst die Gedanken ruhen, sondern schaut einfach nur, was aufploppt. Von oben, von eurem hohen Selbst. Und schaut nun, was euer Herz dabei fühlt. Welches Gefühl möchte euer Herz in die Welt tragen? Zur Mutter Erde, zu Gaia. Welches Gefühl? Und so lebt jede einzelne Seele unterschiedlich ihr Gefühl. Nicht die Emotionen, sondern das Gefühl des Herzens. Schaut nun, wie oben und unten im Herzen sich vereinen. Himmel und Erde. Diesen Kristall aktivieren jetzt noch einmal und schaut nun weiter. Nach innen. Atmet über die Zirbeldrüse zum Herzen hinein. Und vielleicht kommen Bilder. Wundervolle Bilder, die euch weise handeln lassen. Aus dem Moment und nicht aus dem, was andere Stimmen meinen, über euer Herz zu legen. Konzentriert euch auch einfach nicht darauf, sondern nur auf dieses helle Licht. Schaut, wie der Kristall anfängt zu leuchten und eine Fläche euch zeigt. Wie ein Dodekaeder. Leuchtend. Mit vielen Flächen. Wo ihr euer eigenes Sein spiegelt und das, was euch begegnet. Und schaut nun, was möchte euer Herz sprechen? Wie möchte es sprechen? Warum möchte es sprechen? Lasst es jetzt sprechen und schaut, wie die Visionen eures Herzens, wie innen so außen, in die Welt getragen werden dürfen, endlich. Lasst es einfach geschehen. Denn so ist euer Kristall der Spiegel der äußeren Welt im Inneren und umgekehrt. Schaut nun, atmet hinein aus den höchsten Ebenen
und aktiviert noch einmal diesen Herzkristall jetzt in diesem Moment. Und schickt eure liebenden Worte nach außen. Euren Ton, eure Musik, euren Klang, eurer Seele. Stimmt jetzt ein, euren Ton. Euren Atem. Noch lauter. So, dass eure Umgebung, euer Raum, in dem ihr jetzt seid, im Weltlichen auch erfüllt wird von den höchsten Ebenen. Atmet jetzt von dem Herzchakra von Mutter Erde und den oberen in euren Herzkristall hinein, jetzt in diesem Moment. Und lasst es nach außen strömen und schaut, wie durch dieses helle Licht dieser Kristall zu einer Kristallrose wird. Sich öffnet für alle Herzen in dieser Welt. Jeder an seinem Platz richtig. Und jeder genauso viel wert. Und jeder hat die Möglichkeit zu bewegen, zu schöpfen, mitzukreieren. So auf die Stimme des Herzens hört. Den Gedanken der Seele lauscht. Die Liebe des höchsten göttlichen Lichtes verinnerlicht. Die Weisheit der urweiblichen Kraft sich dieser hingibt, um letztendlich durch die Hingabe des Moments in die Seinskraft unendlich vieles Neues geschöpft werden kann. Schaut eure höhere Vision. Lasst es sich ausweiten und wisset, dass ihr geschützt seid dadurch, dass ihr Seele seid. Denn die Seele ist unsterblich, ewiglich. Und genau an diesem Punkt habt ihr die Kraft und die Macht, euch eurem Leben hinzugeben und nicht ausgeliefert zu sein, sondern der eigenen Liebe und Weisheit des Herzens zu folgen. Lasst eine neue Liebe über euer Herz laufen und nicht mit alten Erfahrungen überströmen. Hierzu atmet in den Herzkristall hinein. Und wie ein Magnet schaut, wie die Nadel ausschlägt. Stellt jetzt der Weisheit eures Herzens eine Frage, jetzt in diesem Moment. Hört, fühlt, seht, wisst. Lasst es geschehen. Nehmt es in euer Herz und wisset, dieser Kompass ist euer. So habt ihr die Möglichkeit, mit der Alchemie des Herzens zu wandeln. Alles. Alles. Schaut nun, wie dieses Feuer des Herzens, wie ihr damit weise umgeht. Denn so kommt eine Zeit, worum es darum geht.
weise zu handeln. Egal was kommt, lieber einmal mehr zu atmen, lieber einmal mehr eine Nacht zu schlafen, bevor gehandelt wird. Denn so kann das Feuer dann wieder herunterfahren und euch helfen, ein Werkzeug zu sein auf eurem Weg. Ich bin da. Ich unterstütze euch. Ich unterstütze euch auch, die Weisheit eures Herzens aufzuschreiben, weiterzugehen. Auch für die Frauenherz-Mentoren, die Vision entfalten zu lassen. In diesem Licht. Zwischen Himmel und Erde. Zwischen dem Weiblichen und Männlichen. Das Gebende und das Nehmende. Und das Licht. Das innere Kind, welches scheinen möchte und unerschrocken die Welt bereichert. Mit seiner Kreativität. Segen über euch, Segen über dieser Zeit. Segen über der Alchemie, jetzt noch mehr möglich wird zu leben, da das Bewusstsein sich außen dehnt und der höhere Blick euer wahrhaftiges Sein erkennen lässt. Und so schicke ich euch noch einmal den Strahl des smaragdfarbenen Lichtes jetzt in diesem Moment. Segen über euch, Segen über eurem Sein, Segen über dieser Zeit, Segen über eurem Mut. Ich gebe euch euer Vertrauen durch das Bewusstsein des Schöpfungsmusters. Segen über eurem Licht, der Alchemie eures Herzens. Hermes Trismegistos, Tut Atlanta. So, für den YouTube-Kanal schließe ich jetzt ab. Ich wünsche euch einen wundervollen Vollmond. Gebt euch hin in diese Kraft und der Alchemie eures Herzens. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Alles Liebe. Eure Tanja. Und wer Lust hat, noch mehr die Kanäle zu trainieren, des Hellsehens, Hörens, Fühlens und Wissens, kann noch aufspringen auf die Ausbildung zum Seelenwegmedium, wer Lust hat. Ich werde es unten einfach reinschreiben. Und vergesst nie, ihr seid Schöpferin und Schöpfer eures Lebens. Alles Liebe. Tschüss.